So ihr Lieben, es geht wieder los in meiner Küche. Schön, dass ihr dabei seid. Heute gibt es Schaschlikspieße mit Reis und einer Schaschliksoße. Ich habe mir da vom Grund aus was aus der Rezeptwelt rausgesucht. Und das habe ich aber jetzt schon ein bisschen umfunktioniert, da ich nicht alles da habe. Und ihr wisst ja, Spontanität ist alles, was man braucht. Und ja, dann werden wir mal gucken, ob bei dieser Spontanität jetzt auch was rauskommt. Wir brauchen eine Zwiebel, eine Paprika geviertelt, 3 Essiggurken, 120 Gramm Wasser. Fangen wir erstmal an mit Zwiebel, Paprika, Essiggurke. Habe ich alles hier. Das Einzige, was ich nicht habe, war Essiggurke. Dafür nehme ich jetzt Cornichons. Die Cornichons, die kleinen. Davon 6 Stück. Muss es jetzt halt auch tun. Und das Ganze machen wir 4 Sekunden auf Stufe 5. Habt ihr gesehen, wie schön mein Deckelchen gesprungen ist? Und genau wieder rein, wie es sich gehört. Dann kommt Wasser und gekörnte Brühe dazu. So, wollen wir mal sehen. Jetzt ist das schon mal eine schöne Pampe. 1200 Gramm Wasser. Da muss ich sicher gleich noch mal Wasser holen. Ist auch gut, dass das viel wird, weil ich habe so viele Spieße rausgekriegt aus meinen beiden Dingern, das ist ja unglaublich. Oh, das gibt's nicht, ne? Fehlt noch mal was. Yay, 1200. Gekörnte Brühe und Reis. Gekörnte Brühe habe ich die selbst gemacht, ich habe aber auch noch eine fertige. Das muss ja alles hier wegkommen. Ja, ich habe hier auch noch eine fertige, die machen wir jetzt zuerst alle. Von den fertigen 3 Teelöffel sind 1,5 Esslöffel. 1. Und nochmal einen guten. Ein bisschen Geschmack ist alles. Haben wir drin. Jetzt Reis einhängen. Reis sind 300 Gramm. Den habe ich auch schon abgewogen. Hui, der gesellt sich jetzt dazu. Perfekt. Und Deckel wieder auf. Den habe ich vorhin einmal abgebraust. Bla 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 bla. Garinsatz wieder einsetzen. Deckel verschließen. Fleischspieße. Die kommen jetzt eigentlich in den Varoma. Ich habe aber die Fleischspieße auf meinem Stein. Mache ich den heute von Pemperit Chef. Das muss ich jetzt auch immer mal ein bisschen üben, dass ich da ein bisschen wärmer werde. Deswegen spare ich mir diesen Schritt. 30 Minuten. Die soll jetzt hier Varoma Stufe 1. Ja, jetzt habe ich die ja nicht drauf, ne? 100 Grad auch reichen. Ich mache jetzt einfach 30 Minuten. 100 Grad Stufe 1. Und dann geht's gleich. Ich sag nur böse Claudia. Jetzt hätte ich fast die Kamera wieder nicht angemacht. So, die Zeit ist um. Ha, der Reis hat ja jetzt auch eine Bombenfarbe, dadurch, dass er da in dem Sud ist. Das finde ich schon mal ominös, weil auf dem Bild sieht er nicht so aus. Da ist er nämlich weiß. Oh, wer will denn da was? Oh, da ist bei Thermosternchen bei Facebook was los. Sehr gut. Denkt dran, Facebook Thermosternchen. Gerne abonnieren. So, Reis erstmal raus. Jetzt kommen wir hier zum Finale, was die Soße angeht. Muss mal riechen. Ich möchte die schon mal probieren. Hier habe ich dann noch ein Löffelchen. Okay. Schmeckt nach gar nichts. Bisschen Paprika-like. Okay. Jetzt soll man 600 Gramm Sud nehmen. Huch, wenn ich das noch richtig hier im Kopf habe. Mal gucken. Garflüssigkeit. Gut, dann fülle ich es jetzt erstmal weg und dann fülle ich es wieder rein. Und dann sehen wir uns wieder. Ich habe jetzt die Garflüssigkeit also abgewogen. Es sind 600 Gramm. Und jetzt kommt Folgendes dazu. Mein geliebtes Tomatenmark. 70 Gramm bitte. Dann kommt dazu 2 Teelöffel Curry, 2 Esslöffel Speisestärke. Das hatte ich hier schon abgewogen. Speisestärke sollen 40 Gramm sein.
Dann kommt rein 70 Gramm, nee, 60 Gramm, was ist los? 60 Gramm Zucker. Ist ja auch nicht gerade wenig, wa? Naja, Hauptsache es schmeckt. Und 80 Gramm von den Gürkchen. Ja, jetzt habe ich ja nur die Cornichos. Ist davon halt mal Sud. Und 80. So, jetzt haben wir alles drin, ne? Ach, und Salz und Pfeffer. Mensch, das Wichtigste ist. Schön Pfeffer. Und gib ihm. Und Salz sollen... Das steht gar nicht mit Gramm. Einfach Pi mal Auge und rein. Und jetzt lassen wir das nochmal kochen. In der Zeit fangen wir schon mal an, den Reis zu dekorieren, hätte ich bald gesagt, auf den Teller anzurichten. Jetzt nochmal bitte 5 Minuten, 100 Grad und Stufe 4. Endlich ist es soweit. Die Soße ist... Oh, die sieht sehr gut aus. Ist fertig. Oh, die riecht auch super. Ich muss sagen, da hatten viele geschrieben, dass sie zu dünn ist. Finde ich gar nicht. Die ist schön dickflüssig geworden. Ganz klasse. Ich probiere jetzt mal mit dem kleinen Löffel hier, ne? Lecker. Ne, die ist wirklich gut. Ja. Ast rein. Ich sage nur guten Appetit. Ich richte euch das an. Schönes Foto noch. Und dann werde ich jetzt schön essen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss, euer Thermosternchen.